Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier bei mir auf dem Kanal. Es geht trotzdem weiter. Heute soll es um das Thema Stress gehen, und zwar, wie man den Stress wieder los wird. Das Video ist wie immer in drei Teile geteilt. Erstmal gucken wir uns kurz und knapp an, warum ist es wichtig, Stress abzubauen. Dann zweitens, bevor man ihn abbaut, sollte man zusehen, wie man ihm vorbeugt. Und drittens, gut, dann schauen wir halt darauf, wenn er da ist, wie man ihn vielleicht wieder los wird. Kommen wir dazu, warum es wichtig ist, Stress wieder loszuwerden. Letztendlich ist die Zeit, in der wir heute leben, stressig. Den Stress machen wir uns in vieler Hinsicht leider aber auch oft selber, dass wir, wenn wir einfach nur mal in unsere Tasche gucken oder auf den Tisch, was da liegt, was uns oft Stress macht, zum Beispiel das Handy. Und allein das kann stressen. Dann kommt noch der Beruf hinzu. Kinder, Familie, Freunde. Man will heutzutage so viel machen wie möglich. Und da ist Stress irgendwo leider auch an der Tagesordnung. Und deswegen ist dieser Stressabbau wirklich eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Aber wie beuge ich jetzt Stress vor? Vom Prinzip her gibt es zum Stressvorbeugen drei Punkte, die man sich eigentlich relativ gut merken kann. Vom Prinzip her ist Punkt 1 körperliche Aktivität. Macht irgendwas Sportliches. Laufen, Fahrradfahren, Joggen, das sind so die Sachen, die man mit sehr, sehr wenig Aufwand betreiben kann. Dann der nächste Punkt, achtet bitte als zweites auf eine vernünftige Ernährung. Ja, es darf auch Junkfood sein, aber bitte, ja, ich neige auch dazu, aber dann wirklich so in Maßen. Und achtet halt dann auch darauf, dass ihr vernünftig trinkt. Nicht zu wenig, nicht zu viel, nach Möglichkeit kein Alkohol, das fördert den Stress dann halt auch wieder. Und als drittes ist ganz klar zu nennen, dass ihr bitte auf ausreichende Regeneration achtet. Sei es Ruhephasen durch Meditation, sei es aber auch Ruhephasen durch Schlafen. Denn nur wenn ihr eure Akkus wieder aufladet, könnt ihr auch wirklich wieder vernünftig Leistungen abbringen und irgendwo dann auch euer Leben irgendwie vernünftig genießen. Kommen wir jetzt aber zum Punkt Stressabbau, wie man ihn denn wieder los wird. Und das steht bei mir persönlich, und das ist auch so ein Tipp, den ich euch gerne mitgeben möchte, ganz oben auf der Liste der Punkt, der im zweiten Teil gerade schon ganz oben stand, nämlich Sport. Sport ist toll, denn man jagt einfach den gesamten Kreislauf hoch und dadurch werden diese ganzen negativen Hormone, diese Stresshormone abgebaut. Habe ich irgendwann auch schon mal ein Video zu gemacht, guckt es ruhig bitte mal an. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es sogar. Wie gesagt, Sport, ganz einer der besten Stresskiller überhaupt. Dann der zweite Punkt. War eben gerade in Teil 2 der dritte Punkt. Schlafen. Um Stress abzubauen, ist Schlafen einfach toll. Und das sollte man dann auch wirklich ausgiebig wirklich tun. Man sollte dann auch bewusst schlafen und dann bitte auch ausschlafen, damit man nicht irgendwie um 4 ins Bett geht, um 6 schon wieder aufzustehen und um dann um 7 auf der Arbeit zu sein. Das ist kein erholsamer Schlaf. Also bewusst schlafen ist ein ganz toller Stresskiller. Eine der schönsten Kombinationen für mich ist Punkt 1, ordentlich erstmal kräftig Sport gemacht haben und anschließend dann schön ab ins Bett oder ab aufs Sofa, bewusst schlafen, ausruhen, Akku aufladen. Also diese zwei Punkte da auf dem Treppchen, die sind Gold wert. Kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar, wenn man in Stress gerät, kommt man, je nachdem, was dieses Stress auslöst, auch immer schnell ins Grübeln. Grübeln ist eine ganz fiese Geschichte, denn dann entstehen so Gedankenkreise und da steigert man sich dann nur noch mehr in diesen Stress rein. Versucht dann dieses Grübeln zu durchbrechen. Punkt 4 ist eine Geschichte, die dreht sich um Atemtechniken, Atemübungen. Man merkt das, wenn Stress anfängt, unangenehm zu werden, dass da irgendwie der Kreislauf dann halt auch nicht mehr so mitmacht, wie man sich das dann in dem Moment wünscht. Darum gibt es dann halt auch Atemtechniken, die man erlernen kann, um seinen Stresspegel so ein bisschen runterzufahren. Der fünfte Punkt
Ist auch eine Sache, da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, dass wenn ihr in Stress geratet und ihr merkt mit so einem Ticken Achtsamkeit, oh ja, jetzt wird stressig, jetzt muss ich was machen, ist ganz einfach. Einfach mal lächeln. In diesem Video, das ich ja schon mal gemacht habe, ich fasse das jetzt relativ kurz, erkläre ich euch ja unter anderem, warum Lächeln, selbst wenn man gerade nicht fröhlich ist, eine positive Wirkung auf den Körper hat. Darum einfach mal eine Minute lächeln. Punkt 6 habe ich auch schon so halb indirekt angesprochen. Wir sind laufend online. Das Handy ist immer präsent, irgendein Messenger-Dienst will immer irgendwas, irgendeine Nachricht oder Benachrichtigung aus irgendeinem Social-Media-Kanal. Einfach mal offline gehen. Das wird euch definitiv im Stresspegel runterbringen. Und es gibt ja so Leute, die machen so, wie heißt das, Social-Media-Detoxing oder irgendwie sowas, so heißt das. Schreibt es mal in die Kommentare. Also, offline gehen. Ich praktiziere das eigentlich aktuell, kann man sagen, permanent. Mein Handy ist eigentlich permanent im Flugmodus. Ich gucke da irgendwie einmal höchstens am Tag, ob irgendwas war, dann, dass ich es einfach mal ins Netz nehme. Und das war's. Das war jetzt anfangs, als ich das vor ein paar Jahren angefangen habe, erstmal so, oh ja, ich muss jetzt doch mal gucken. Und ich habe vom Prinzip her bis auf einen einzigen Messenger-Dienst sämtliche Social-Media-Sachen vom Handy runtergeworfen. Denn irgendwann war es halt nervig und hat mich dann halt teilweise auch getriggert. Und ist es jetzt eigentlich so, ja, dann werde ich halt von irgendjemandem vollgemault, dass ich da nicht erreichbar war. Aber muss ich unbedingt immer sofort erreichbar sein? Nein. Braucht man nicht. Darum einfach mal offline gehen. Jupp. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und ich hoffe, es konnte euch auch ein wenig helfen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich darauf, dich nächste Woche hier wiederzusehen. Passt bis dahin gut auf dich auf. Dein MK.